haben Rheuma. Tja, da kann man nichts machen. Das bekam mancher Rheuma-Betroffene noch zu hören, als die Deutsche Rheuma-Liga 1970 gegründet wurde. Denn eine echte Therapie jenseits von bloßen Schmerzmitteln gab es praktisch nicht. Früher haben wir die Entzündung, auch zu meiner Anfangszeit, wurde die Entzündung vor allen Dingen durch Bewegung beeinflusst, was durchaus richtig ist und auch heute noch sehr, sehr wichtig ist. Aber dann hat man natürlich in der Kurmedizin versucht, mit Wässerchen und allem Möglichen die Schmerzempfindung etwas zu beeinflussen. Aber das war damals vor allen Dingen die Bewegung, allerdings in einem Ausmaß, wo dann bewegt wurde, die dann nicht mehr gut war für die jeweiligen Betroffenen. Die haben dann in allen möglichen Schienen sind sie eingespannt worden, wo man dann die entsprechenden betroffenen Gelenke passiv und aktiv gedehnt hat, was natürlich alles nicht wirklich sehr hilfreich ist. Dass es so lange gedauert hat, bis endlich wirksame antientzündliche Medikamente zur Verfügung standen, die rheumatische Erkrankungen zum Stillstand bringen können, lag auch daran, dass relativ wenig zu Rheuma geforscht wurde. Das ändert sich inzwischen, auch dank des Engagements der Deutschen Rheuma-Liga. So wie wir uns entwickelt haben, so sind wir auch sehr froh, dass sich die Medizin entsprechend entwickelt hat. Wir als Rheuma-Liga sind daran beteiligt, indem wir die Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften haben. Eine sehr enge Zusammenarbeit. Geldmittel aus Erbschaften erlauben es der Rheuma-Liga, selber Forschungsprojekte in Auftrag zu geben bzw. zu unterstützen. Sie achtet dabei besonders auf die praktische Relevanz für die Rheuma-Betroffenen und wählt Projekte aus, die qualifizierte und unabhängige Ergebnisse erwarten lassen. Außerdem vergibt die Rheuma-Liga Forschungspreise und setzt sich in der Politik für Investitionen in rheuma-relevante Forschung ein. Voraussetzung für die praktische Relevanz von Forschungsvorhaben ist die Beteiligung von Patienten. Genau dies fördert die Rheuma-Liga seit 2014 mit dem erfolgreichen Programm Forschungspartner. 2008 war ich eingeladen bei Canadian Arthritis Network in Toronto. Das war eine total spannende Konferenz für mich damals. Und es war fantastisch zu sehen, wie Vertreter der Patientenorganisationen, dann Vertreter der Health Professionals, also der Vertreter der Gesundheitsberufe und eben halt Kliniker zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Für mich war damals spannend zu sehen, dass Patienten sich nicht als Patienten verstanden haben, sondern sie haben gesagt, sie sind Konsumenten. Und zwar sind sie Konsumenten 24/365. Heißt, 24 Stunden am Tag für 365 Tage im Jahr bringen sie ihr Erfahrungswissen mit ein, wenn es um Forschungsprojekte geht. Und dieses Erfahrungswissen ist essentiell, weil es darum geht, auch zu definieren, was sind die Forschungsziele. Und dann geht es auch darum, eben halt hinterher am Projekt selbst zu arbeiten, stets dieses Erfahrungswissen mit einzubringen, so dass die Ergebnisse dann auch später in laienverständlicher Form rübergebracht werden und transportiert werden können zu Patienten, damit ein Patientengewinn wirklich da ist. Unsere Forschungspartner, die wir entsprechend aus unserer Mitgliedschaft besonders geschult haben für diese Aufgabe, die werden einbezogen, wenn es darum geht, was brauchen die Rheumakranken, wie sehen sie bestimmte Dinge, wie beurteilen sie die Entwicklung im Arzneimittelbereich. All diese Dinge gehen insgesamt in die Forschung mit ein. Und mit der engen und guten Zusammenarbeit, denke ich, haben wir bisher schon gute Ergebnisse erreicht und ich hoffe, dass es so bleibt. Ein Forschungsprojekt, wo ich gerade dabei war, beziehungsweise was jetzt auch abgeschlossen ist, was mich ganz glücklich macht, ist, wir haben an einer Leitlinie gearbeitet für Patienten. Eine Leitlinie für Patienten muss auch da sein, dass die Patienten oder die Patientin überhaupt das versteht, was da abläuft. Warum sie das macht, wieso jetzt zum Beispiel ein Medikament gegeben werden muss. Das ist früher überhaupt nicht gewesen, dass der Patient das wusste. Und somit, wenn der Patient das weiß, ist es genauso, dass der mit dem Arzt auch sprechen kann und das ist auf Augenhöhe. Und das ist ganz wichtig
in der heutigen Zeit. Und wir wollen das unbedingt, wir Forschungspartner, wir wollen das machen, dass möglichst viele Patienten das auch verstehen, was sie da tun, machen und teilweise auch unterschreiben. Also wenn wir irgendwann mal eine Frage haben, die ich nicht weiß oder wo es Komplikationen gibt oder die ich nicht verstehe, können wir jederzeit den Bundesverband anrufen. Da arbeiten total fähige und total nette Mitarbeiter und die helfen einem total weiter. Das ist so schön. Nicht nur der medizinische Fortschritt an sich, sondern was davon in der Realität bei den Betroffenen tatsächlich ankommt und vor allem, wie wirksam und sicher. Das macht häufig für das Leben der Betroffenen den entscheidenden Unterschied aus. Um diese Versorgungsrealität wissenschaftlich zu untersuchen, hat die Rheuma-Liga mit der Ärztlichen Fachgesellschaft für Rheumatologie eine Professur für Versorgungsforschung ins Leben gerufen. Hier am Rheuma-Forschungszentrum führen wir große Beobachtungsstudien durch, um Fragen der Versorgungsforschung zu beantworten. Und in diesen Beobachtungsstudien sind mittlerweile über 30.000 Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen mit rheumatischen Erkrankungen eingeschlossen. In diesen Studien werden Patienten beobachtet, berichten selber über ihr Befinden, ihre Symptome und auf der anderen Seite werden auch von den behandelnden Ärzten Informationen geliefert zum Gesundheitszustand der Patienten. Und solche Angaben, solche Daten, die helfen uns natürlich, ganz wichtige Fragen zu beantworten, die klinische Studien zum Beispiel nicht beantworten können. Und das sind Fragen wie eben, wie sieht die Versorgungssituation Rheumakranker hierzulande heute aus? Und wie geht es vor allen Dingen den Betroffenen? Kommen neue Therapieansätze bei den Patienten an? Und wenn nein, warum zum Beispiel nicht? Und vor allen Dingen auch, wir haben ja alle erlebt, wie viele neue Medikamente in den letzten Jahren für Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt wurden. Da stellt sich die Frage, wie verträglich und wie wirksam sind diese Medikamente wirklich im klinischen Alltag? Und da konnten wir in den letzten Jahren erfreulicherweise feststellen, dass es nicht mit einem erhöhten Tumorrisiko verbunden ist, wenn Kinder eben mit diesen neuen biologischen Medikamenten im Vergleich zu herkömmlichen Medikamenten behandelt werden. Schon seit den 70er Jahren hat sich die Rheuma-Liga international vernetzt. Diese Zusammenarbeit, vor allem in der Europäischen Rheuma-Liga EULAR, ist auch für die Forschungsförderung von großer Bedeutung. Das heißt, es ist ganz wichtig für uns, dass wir Lobbyarbeit machen auf der europäischen Ebene und sagen deutlich, welche Implikationen verbunden sind mit rheumatologischen und muskuloskeletalen Erkrankungen. Arbeitsfähigkeit erhalten zum Beispiel ist ein ganz großes Problem. Viele von uns haben Rückenschmerzen, die nicht näher definiert sind. Und als große Organisation, gestützt von den nationalen Verbänden, können wir diese Lobbyarbeit besonders in Brüssel, aber auch nachhaltig erledigen. Und dies ist unser Ziel eben halt, Rheuma heilbar zu machen. Und dies geht eben halt nur, wenn eben halt genug Gelder in die rheumatologische Forschung auch gesteckt werden. Und bei der Abstimmungsveranstaltung, was ich auch total toll war, die war in Berlin, wurde unsere Stimme als Patienten genauso aufgenommen und angenommen, wie ob Professor Doktor da gesessen hat oder ob ich da gesessen habe. Und das fand ich sehr schön. Und die Leitlinien sind jetzt veröffentlicht. Und es steht auch mein Name drunter und das macht mich wahnsinnig stolz.